Es ist Erntezeit, zumindest für Hobbygärtner. Mit einem Gewächshaus hat die Pflanzsaison schon längst angefangen und die erste Ernte beginnt an Ostern. Radieschen, Salat und Kräuter, ein Genuss, wenn alles selbst geerntet und knackig frisch auf den Tisch kommt. Wer ein Gewächshaus besitzt, kann durch das Treibhausklima bis zu 5-mal im Jahr ernten. Wie das zu schaffen ist, zeigen wir euch jetzt. Wenn man sehr früh anfängt, gerade im Frühjahr mit den ersten Salaten und Radieschen, wo auch ein bisschen kühler vertragen, und danach dann praktisch Brokkoli im Blumenkohl pflanzt, dann können sie praktisch bis zu 5-mal ernten, weil danach kommen dann die Tomaten und die Gurken rein und man muss dann nur den Pflanzplan machen, ab wann man dann praktisch oder wo man einen Salat pflanzt, dass der nach 4 bis 6 Wochen, gerade wenn man für Ostern dann schon den ersten Salat und die Radieschen möchte, dass der dann schon fertig ist und dann kann man da drauf die Tomaten setzen. Pflanzen brauchen aber nicht nur die richtige Erde, einen Frostschutz und angenehme Temperaturen im Gewächshaus. Sie benötigen vor allem Licht. Daher ist ein geeigneter Standort wichtig. Der richtige Standort von Gewächshaus hat auch zu tun, wie die Begebenheiten im Garten sind. Idealer Fall ist es normalerweise, dass man eine Südwestausrichtung macht, dass eine Längsseite im Prinzip die Sonne beschienen wird. Sonst müsste man halt diese Bepflanzungen anders anordnen, dass gerade im Bereich, wo es schattiger ist, einfach dann die Gurken hinsetzen und die Tomaten dann an der Sonne gezeigt sind. Für die richtige Belüftung sorgen Fenster und Türen. Eine Halbtür ist praktisch. Sie lässt unbeliebte Gäste wie Mäuse oder Schnecken draußen. Der obere Teil kann aber in verschiedenen Lüftungsstellungen geöffnet werden. So herrscht eine optimale Belüftung ohne Zugluft. Ein mildes Lüftchen ist gewollt. Treten im Herbst aber starke Winde auf, muss vor dem Aufbau des Gewächshauses für Standfestigkeit gesorgt werden. Mit einem Fundament. Wenn euer Gewächshaus auf einer ebenerdigen Fläche stehen soll und noch keine bestehenden Fundamente vorhanden sind, ist der Fundamentrahmen genau das Richtige. Er ist fest mit dem Boden verankert. Mit der integrierten Schneckensperre sind eure Pflanzen zudem stets hervorragend vor gefräßigen Besuchern geschützt. Die Schneckensperre ist einfach so ein Aluminiumprofil, wo mit dran ist und da möchten die Schnecken einfach nicht drüber krabbeln. Gewächshäuser gibt es in vielen Varianten und Lackierungen. Besonders langlebig und stabil sind Aluminiumprofile in der Kombination mit Polycarbonatplatten. Sie wirken isolierend und sind UV-beschichtet. Wir haben diese 6 mm Stickdoppelplatten verbaut. Die sind mit Gummidichtungen in den Profilen befestigt, sodass es dann auch richtig schön dicht ist. Zudem ist diese Kombination sehr pflegeleicht. Damit die Kunststoffplatten sich bei der Reinigung nicht trüben oder verkratzen, genügt Spülmittel und ein weicher Lappen. Gereinigt werden sollte es aber regelmäßig, damit Schimmel oder Schädlinge keine Chance haben. Hobbygärtnern macht also nicht nur Spaß, sondern spart Geld bei den Einkäufen, denn die Produkte sind ja bio. Bei einer Garantie von 20 Jahren auf die Konstruktion amortisieren sich auch die Anschaffungskosten. Doch was kostet denn so ein Gewächshaus? Bei uns die Grundgröße, das kleinste Gewächshaus, fängt bei so circa 1000 Euro an. Hier bei dem Solanum in der kleinsten Größe sind wir bei circa 2000 Euro. Dann kommt es immer darauf an, welche Farbe, ob man Farbe gewünscht ist oder Fensteröffner, Zusatzprodukte, die wir noch mit anbieten können. So wie es da steht, ist es ungefähr bei ca. 3000 Euro. Mit einem Gewächshaus könnt ihr also eure Ernte deutlich erhöhen und eure Pflanzen vor der Witterung schützen. Vor der Anschaffung solltet ihr euch aber Gedanken über die Nutzung machen. Will man sogar Kübelpflanzen und Exoten im Gewächshaus überwintern, sollte an der Größe des Hauses und Dicke der Stegplatten nicht gespart werden und auch an Zubehör wie Heizung und Stromanschluss gedacht werden. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.